Also, wir haben hier gespeichert. Und ich bin ehrlich. Ich habe keinen Plan, was wir jetzt nächstes machen sollen. Also, wir haben ja im letzten Step, the last one that I know, war, dass wir in der siebten waren. Und in der siebten haben wir jetzt die Gänge freigemacht. Jetzt kann es aber natürlich auch sein, dass wir jetzt in der siebten, dadurch, dass wir jetzt gesaved haben. Wir jetzt hier überrascht werden. Was wir nicht hoffen. Hallo? Ist jemand da? Und soweit ich weiß, müssen wir noch in den Raum 709. So. 709 müsste ja dann, glaube ich, hier hinten sein. 707. 706. 708. 709. Okay, also hier können wir auch auf den Knopf drücken. Da drücken wir jetzt noch nicht ran. Wir gucken uns auch mal ganz krass das hier an. Also ich weiß noch gar nicht, was das ist. Wir lesen uns das erstmal hier, glaube ich, komplett durch. Ich habe mehrere Kriege mit mehreren Schwertern geführt. Ich habe verzweifelt gebetet, denn ich weiß, dass viele Menschen durch meine Hände getötet wurden. Ich fühlte mich lange Zeit allein und verlassen, aber ich hatte immer Hoffnung. Selbst wenn die Schmerzen mir körperlich nichts anhaben konnten, sondern eher wie ein Fels auf meiner Brust lastet, erlag ich nie der Versuchung des Teufels. Mir durch den Strang das Leben zu nehmen. Okay. What? Okay, wir haben hier Bilder bzw. Rahmen, die wir drücken können. Wir haben hier aber auch noch die Möglichkeit mit unserer Cam. Ah. Okay. Yeah. Warte mal, war hier nicht eine Wand? Ist ja egal. Wir gucken uns erstmal ganz gemütlich die Bilder an. Okay, hier ist ein Baum mit irgendjemandem, der hängt. Wir haben ein verlassenes Ding mit einer Frau drauf. Die sieht aus, als ob die ein Brautkleid an hätte. Drei Schwerter. Ja. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber gut. Und auch ja, weiß ich auch nicht, wie ich das beschreiben soll. So, hier haben wir Raum 710. Waren wir hier schon? Ich glaube, hier waren wir schon. Ja. Hier waren wir in der letzten, am Ende hier, letzte Folge. Definitiv. Und ja, genau, hier kommen wir nämlich jetzt nicht mehr durch. Deswegen müssen wir hier wieder kurz aktivieren, deaktivieren. Und jetzt gucken wir doch einfach mal, was wir im Okay, Raum. This is definitely the room mentioned in the instructions. But it's locked. It's a really weird shape for a key. Bitte was? Ja. Okay, wir brauchen hierfür einen Schlüssel. Das ist schlecht. Weil wir haben keinen Schlüssel. Gut. Oder auch nicht. Na, dann gehen wir doch mal auf die andere Seite. Weil, wie gesagt, wir haben ja zum Ende der letzten Folge haben wir hier die Türen aufgemacht. Danach sind wir ganz schnell weg, um ja, zu speichern. So, und guck mal, hier haben wir nämlich andere Bilder. Und vielleicht haben wir hier auch einen anderen Text. Lassen wir uns erstmal den Text durch. In meinem Schloss einmal begann ich nachzudenken. Was? In meinem Schloss einmal begann ich nachzudenken. War ich mit einer eng verbundenen Familie und einer großen Anzahl von Angestellten bedacht, an ein gutes Leben gewöhnt? Nachdem ich lange mit zwei treuen Freunden gesprochen hatte, erinnerte ich mich daran, dass ich Gott immer vertrauen konnte, weil er unsere Gebete immer erhört hatte. In derselben Nacht noch bete ich für ein Zeichen und ein Engel kam und sprach zu mir. Ich versammelte rasch meine Freunde um mich, um der See und ihren Stürmen zu trotzen. Okay. Um die See und der Stürme zu trotzen. Warte mal, ist das vielleicht die Reihenfolge? Also See, ich versammelte meine Freunde. Erzählt mir ein Engel und ein Schloss. Okay, wait a second. Wir gucken uns das jetzt nochmal an. In meinem Schloss einmal begann ich nachzudenken. Das heißt, Nummer 1, Schloss. War ich mit einer eng verbundenen Familie und einer großen Anzahl von Angestellten bedacht und ein gutes Leben gewöhnt.
ist dann das andere Bild. Nachdem ich lange mit zwei treuen Freunden gesprochen hatte, das heißt drei Personen, erinnerte ich mich daran, dass ich Gott immer vertrauen konnte und Gebet erhört hatte. In derselben Nacht betete er um ein Zeichen und ein Engel kam zu ihm, das heißt er mit dem Engel. Ich versammelte rasch meine Freunde um mich, um der See und ihren Stürmen zu trotzen. Also, Schloss. Freunde plus Familie. Freunde, Engel, See. What? Okay. Okay. Nice. Rätsel Nummer 1 gelöst. Das heißt, wir müssen auf der anderen Seite das identisch machen. Damit da vorne, also hier, die Tür weiter aufgeht. Weil dafür haben wir ja den Schlüssel. Wissen wir ja. Haben wir ja gesucht mit diesen nicen Akzenten. So, das heißt, wir lesen uns das mal ganz kurz durch. So, wir haben hier, ich habe mehrere Kriege mit meinen Schwertern geführt. Ich habe verzweifelt gebetet, denn ich weiß, dass viele Menschen durch meine Hände getötet wurden. Ich fühlte mich lange Zeit allein und verlassen, aber ich hatte immer Hoffnung. Selbst wenn der Schmerz mir körperlich nichts anhaben konnte, sondern eher wie ein Fels auf meiner Brust lastete, erlag ich nie der Versuchung des Teufels, mir durch den Strang das Leben zu nehmen. Okay, wir haben ja hier, kann ich eigentlich hier auch die Story mir nochmal angucken? Ja, nice, okay, kann ich. Also, wir haben hier die Schwerter. Wir haben hier die Last. Wir haben... Das weiß ich noch nicht. Alleine und erhängen. So, er hat mit den... Warte. Er hat sein Schwert angeführt. Ich habe verzweifelt gebetet, denn ich weiß, dass viele Menschen durch meine Hände getötet wurden. Ich fühlte mich lange Zeit allein und verlassen, aber ich hatte immer Hoffnung. Selbst wenn der Schmerz mir körperlich nichts anhaben konnte, sondern eher wie ein Fels auf meiner Brust lastete, erlag ich in Versuchung. Okay, also. Schwert. Betete. Die Last, alleine und hängen. Richtig? Nein. Okay, ein zweites. Er betete, tötete, war alleine, hatte die Last und der Hangman. Ah, dann war das so. Okay, cool. Nächstes Rätsel gelöst. So, dann gucken wir uns jetzt mal das nice Schloss an, was wir jetzt da mit unserem Schlüssel benötigen. So, hier haben wir X, Y mit dem Pünkten und ein SZ. Na, dann nehmen wir den nochmal. X, Y mit den Pünkten und ein SZ. Und auf geht's! Aha. What do you have we here? I take this gun for protection because ich hab ein bisschen Schiss. Okay, wir können hier in den Computer gucken. Wo sind wir denn hier? Ja, lol. Okay, hier kann ich nicht raus. Dann gucken wir doch mal, was wir hier wieder finden. Munition für die Schrotflinte. Sehr nice. Hier ist nichts weiter. Was haben wir denn hier noch so Feines? Haben wir hier noch was? Ich kann den Cursor bewegen. Ist ja mal geil. Kann ich hier noch was machen? Lol, okay. Die Subjekte sind geflohen und, ins Hotel eingedrungen. Ich weiß, dass wir unsere Flügel unter keinen Umständen verlassen dürfen, aber ich habe beschlossen, mich ein paar anderen anzuschließen und in die unteren Etagen zu fliehen. Ich habe mein Zimmer abgeschlossen und den Schlüssel mitgenommen. Mir wurde Zimmer 709 zugewiesen. Auf dem Weg nach unten wurden wir angegriffen und ich wurde von der Gruppe getrennt. Das Treppenhaus von Block B, voller Schutt, weshalb ich gezwungen war, die fünfte Etage zu durchqueren, um zu Block A zu gelangen. Im Büro muss ich eine weitere Schlüsselkarte sein, mit der man hierher kommt. Ich befinde mich derzeit in der dritten Etage, Zimmer 303. Sollte ich wieder fliehen müssen, werde ich den Schlüssel zu Zimmer 709 hier zurücklassen. Für das Prinzip des freien Willens. Ja. Nee, ist klar. Kann ich hier noch irgendwie andere Sachen machen? Nein. Damn it. Of course they decided to hide it on the opposite side of the hotel. I have to find a way to get down there. 303. Gut. Oder auch nicht.
Weil 303 ist... Sind wir überhaupt schon mal in der dritten Etage gewesen? Mal blöd gefragt. Oh je, yeah, mehr Platz. Ich bin der Meinung, wir waren da nämlich noch gar nicht so wirklich. Mir ist aber noch eingefallen, dass wir irgendwo... Achso, ja, ich weiß auch wo. Irgendwo hatten wir nämlich noch eine Brechstange. Und zwar in den Räumlichkeiten, die wir nur gesehen haben mit der Cam. Und zwar hier hinten. Genau, hier. Hier? Hier? Nee, nicht hier. Hier. Hier! Eingesammelt. So sieht's mal aus. Jetzt ist die große Frage, kann ich hiermit... Nein. Hätte sein können, dass wir mit der Brechstange quasi die Tür aufknappeln können, aber... Nope. Der PC sagt nein. So, das ist jetzt die siebte. In die sechste kommen wir nicht. Block A und Block B. Wo ist jetzt zum Teufel nochmal Block A und Block B? Aber in die dritte kommen wir sogar. Nice. Denn gucken wir jetzt in den Raum 303. Mal gucken, ob wir da denn jetzt den Zugang und den Schlüssel zu 709 finden. Ja, müssen wir mal gucken. Und wir sind mal vorbereitet. Nicht, dass wir hier wieder Surprise, Surprise überrascht werden von irgendwelchen Mutanten. Hallo? Ja, hier ist ja auch ein Safe Point. Nice. Ach du Scheiße. Ist 303 nicht hier? Oh, das ist... Ach du... Hier sieht ja auch nicht viel besser aus auf der Seite. Ja, das ist jetzt natürlich semi-gut. Weil wir... weil wir ja dann jetzt hier nicht weiterkommen. Also, weil... Ist halt blöd. Das ist jetzt ein bisschen problematisch. Bin ich ehrlich? Weil jetzt... Weiß ich natürlich nicht... Wie man die erste... Vielleicht haben wir da nochmal... Glück. Oder ich muss mir halt nochmal das Dokument durchlesen. Weil das mit diesem Aufgang Block A und Block B habe ich noch nicht so ganz verstanden. Na gut, dann geht es jetzt wieder hoch Richtung 7. Etage. Weil hier unten kommen wir definitiv zumindest schon mal nicht mehr weiter. Ja. 5. Etage waren wir. Wir gehen jetzt einfach wieder in die 7. Weil in der 6. kommen wir eh nicht raus. Schauen wir mal, ob wir da weiterkommen. In der 7. ist doch eigentlich der letzte Point gewesen, oder nicht? Also, in der 7. haben wir jetzt die Tür geöffnet. In der 7. haben wir auch die Brechstange gefunden. Mit dem Verweis von dem Raum 709. Wo wir ja jetzt gerade über den PC quasi hier rausgefunden hatten. Aufgang B. Das heißt, wir müssen eigentlich in die 5. Etage. Block B. 5. Etage zu queren, um zu Block A zu gelangen. Okay. Und dann hat er im Büro die Schlüsselkarte liegen lassen. Okay. Was haben wir denn hier? Ankündigung. An den Sicherheitsdirektor des Zentralblocks. Alle Passwörter für Block A befinden sich in diesem Dokument. Bitte, beachten Sie bitte, dass für jedes Passwort eine eigene Zugangskarte erforderlich ist. Bewahren Sie die Karten sicher auf, da die meisten dieser Orte unter... Zugangsbeschränkungen stehen. Nur autorisiertes Personal dürfen diesen Bereich betreten. Es gelten keine Ausnahmen. Passwörter-Etage. Okay. Okay. Das Dokument nehme ich mit. Und es gibt sogar eine Karte. Security Card. Eine blaue Karte. Kann ich jetzt mit dieser wundervollen blauen Karte quasi diesen Raum hier öffnen? Weil wir haben jetzt ja das Dokument. Also wir gucken jetzt mal. No, kann ich nicht. Warum nicht? Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal in die 5. Etage. Für Block B, wo wir ja hin müssen. Ich gehe von aus, ich kann natürlich wieder nicht runterlaufen. Also Fahrstuhl 5. Etage.
Block B. Wo immer Block B ist. Und jetzt haben wir ja Zugangscodes für die Sicherheitskarte. Jetzt ist aber die Frage, welche Sicherheitskarte ist jetzt, wann setze ich wann, wie, welche ein? What? Wie geht es jetzt hier weiter? Weil, Nachteil ist, ich komme natürlich, weil der nice Dude hier mir alles verbaut hat, komme ich natürlich jetzt auch wieder nicht komplett zurück. Ja, weil ich kann ja hier jetzt auch, ja, das habe ich mir gedacht, ich komme wirklich gar nicht mehr zurück. Das nervt mich gerade. Wir gehen jetzt mal in die 6. Etage. Ich weiß, dass da die Türen zu sind. Aber vielleicht können wir die ja mit dem... mit Brechstange auseinanderklavüstern. Das können wir sogar. Alter, krass. Krasse Scheiße, Alter. Ja, einerseits freue ich mich, andererseits denke ich mir auch gerade... Okay. Muss das so? Ist das so okay? Oder? Ja, nicht so? Okay, aber hier kommen wir dann zumindest schon mal Step by Step weiter. Oh, und jetzt geht gleich die Anspannung wieder los. Ah, da ist Hasi. Du kleiner Wichser. Steht er einfach da und denkt sich, hallo, hier bin ich. Aber ich sage mir, nope. Nicht mit mir. Nicht mit mir, mein Freund. Gut. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt in der 6. Etage. Dann gucken wir uns noch mal kurz das Dokument an. 6. Etage, 77. Wo ist mein schlaues Büchlein? Hier. Wo ist mein Stift? Da. Dann schreiben wir uns noch mal ganz kurz auf. 7, also für Etage 6. Hm? 775492. 775492. Okay. Es geht weiter. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber okay. Hey, besser als wenn wir jetzt noch die ganze Zeit hier am Rumrennen sind. Kann ich den hier verwenden? Nee. Ist ja, ne, kann man nicht. Hebelkraft und so, ne? Einfach aufbrechen. Nope. Habe ich nachgeladen? Ja, habe ich. Okay, finden wir hier sonst noch sowas wie ein bisschen Munition? Komme ich auch nicht weiter. Was ist denn da? Ach du Heilige. Ah, okay. Aber, okay, wir sind schon mal ein Step weiter. Na gut, dann gehen wir einfach mal eine Etage tiefer. Was war das? What the fuck? Bin ich jetzt hier auf dem richtigen Weg? Ist das ein Zeichen dafür, that is the right way you choose? Ach du Scheibenkleister, ja, das ist der richtige Weg. Weil ich kann ja jetzt hier hinten wieder durch. What? So, aber hier könnten wir jetzt weitergehen, um zu checken. Hier weiterkommen. Genau, weil hier wurden wir verfolgt. Dann kam das Monster. Ich weiß, dass wir mit der Kamera da durch die Wand können. Hier ist die andere Seite. Genau. Hier kommen wir noch nicht durch. Das heißt, wir aktivieren mal die Cam. Weil wir haben ja hier noch einen Raum mit einer blauen Karte. So, mit dieser blauen Karte und der Etage. Shit. Muss noch mal kurz raus. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt in der 5. Und die 5. hat 6, 4, 5, 8, 2, 0. Yay!
und weiter geht's. Hallo? Ach du Heilige. Was ist denn das jetzt hier alles? Ach du ahnst es nicht. Als ob ich jetzt den Code weiß. Oh, hier sind noch Munition. Nehmen wir mit. Gibt es hier einen Hinweis auf diesen wunderschönen Tür-Safe, genau. Auf diesen wunderschönen Safe mit der Kombination. El Combination. Leute, was ist der denn? Was ist das denn für ein geiles Viech? Nice. Er grinst dich einfach an. Hallo? Oh, du mieses, kleines Etwas. Okay. Da hinten ist auch nochmal was. Okay, wir gehen erstmal nach oben. Ihr kleinen Mistviecher, ich habe euch genau gesehen. Genau habe ich euch gesehen, ihr kleinen Rabauken hier. Aha. Das sieht alles nicht so gut aus, Freunde. Das sieht alles nicht gut aus. Wirklich. Aber hier ist ein Schlüssel. Teilschlüssel, eingesammelt. Ich weiß zwar noch nicht für was, aber ich habe ihn eingesammelt. Vielleicht für diese Tür hier? Okay. Nice. Hallo? Verdammt, ich konnte den nur einmal nutzen, den Schlüssel. Ich dachte, der wäre jetzt so... wie so eine Art... Generalschlüssel. Ach so. Ja, von hier sind wir... Ach so! Ach so! Von hier sind wir gekommen. Ich verstehe. Jetzt haben wir einfach nur... Backtrack-mäßig erstmal uns da noch einen Spot aufgemacht. Okay. So, kann ich jetzt hier Jump-and-Run-Action machen? Hide-and-Seek, würde ich gerade schon sagen. Hide-and-Seek ist es die ganze Zeit. Gefühlt. Leider. Kannst du bitte aufhören mit diesem... Das Aiming von dem Typen von Roberto ist echt unterirdisch. Der verzieht ja sowas von hart. Ich muss bald auf meine Schrotflinte umwechseln. Ich glaube, ich bald mehr Munition für die Schrotflinte habe als für die Pistole. Genau 11 Schuss habe ich mich noch für die Pistole. Okay. Jetzt nochmal 2 Schuss gefunden. Sehr gut. Lol. Was ist denn da hinten für Party? Du kleiner Jumpscare! Bah! Gut. Hier sieht es erstmal leer aus. Wir wechseln mal ganz kurz auf die Schroti. Für so Nahdistanz. Ja, falls jetzt hier jemand um die Ecke kommt. Was steht da? El Escolar Uma Ilu, ja. Wenn ich nur ein Wort davon lesen könnte und verstehen könnte, wäre awesome. Kann ich aber nicht. Freie, was? Schriftzug an der Wand. Freie Wahl ist eine Illusion. Ja, nee, eigentlich. What? Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Wo sind wir? Und was hat es mit diesem Krebsmann auf sich? Ja, der irgendwie eine Schere als rechte Hand hat oder so. Okay. Ah, Jesus Christ. That was close. I better hurry and
find this damn 709 key before he comes back. Ey, super, jetzt hat er mir hier wieder meine Tür zugemacht. Was stimmt denn mit ihm nicht? Kann der nicht damit mal aufhören? Oh, lol. 404. Wir müssen in Raum 303. 303, okay. Wenn wir in Raum 303 müssen, dann können wir doch jetzt hier runter. Hier runter gehen, sorry. Jetzt sind wir doch in der dritten. Oder nicht? Ja, wir sind in der dritten, aber wir können nicht... Oh, 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 oh. Bitte, hört doch einfach auf mir. Alter, könnt ihr... Was ist denn das für ein Setting? Freunde, das geht doch auch anders, oder? Was? Was? Was war das? Fucking God. Was ist das? Ein Cube. Hallo? Oh, so eine Maschinenpistole würde ich auch gerne finden. Also die Schrotflinte ist schon nice. Bin ich ehrlich? Die macht schon Aua. Okay. Und du stehst jetzt einfach nur da rum? Ich klappe mal kurz die eine Patrone nach. Nice. Der hat mich jetzt so viel Mut gekostet, dass ich nur noch einen fucking Schuss habe. Das kann doch nicht gut gehen. Wir wechseln mal wieder auf die Schotti. Alter. Okay, dieses Flackern, bin ich ehrlich, zeigt mir auf jeden Fall an, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Was ich ja schon mal gut finde. Bin ich auch ehrlich. Okay, war jetzt ein bisschen übertrieben zwar für die Viecher. Aber lieber so, als dass ich mir 20.000 Heilung irgendwie reinzimmern muss. Ah. So. Das sind aber auch hier Katakomben. Das ist nicht schön. Das ist nicht schön. Da ist ja nochmal so ein Cubie. Okay. Was ist denn das da? Hallo? Ja. Mein Inventar ist voll? Was? Okay, wir haben hier vorne eine Kiste gehabt. Dann gehen wir ganz kurz zur Kiste. Willst du jetzt ernsthaft von mir verlangen? Ich. Ist das so ein Stevie-Spiel? Also. Wenn das jetzt ausreicht, um diese Pistole aufzunehmen, ist es ein Stevie-Spiel, der dann möchte, dass ich das Inventar sortiere. Was ich, bin ich ehrlich, persönlich nie mache. In keinen der Games, die ich ansatzweise spiele.
Aber wir haben jetzt eine Maschinenpistole, ein bisschen mehr Munition, 20 Schuss im Magazin. Nice Schuhe. Mal noch mal sagen. Also, ne? Die Munition, immer gut, immer gut. Gibt es hier noch mehr Munition? Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr, sehr gut. 20 und 30 Schuss. Hier haben wir bestimmt. Oh, lol. Okay. Hier scheint irgendwie wieder so eine Art Code zu geben. Dann gucken wir erstmal hier kurz nochmal um die Ecke. Was ist das denn? Was bist du denn? Einfach irgendwas. Da. Noch ein bisschen Ammo. War hier noch was? Nope. Okay. Cool, 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 cool. So, wir sind doch jetzt im Raum 303, oder nicht? Jawohl. Das heißt, hier hat er jetzt bestimmt den Schlüssel versteckt. Na, wunderbar. Wiederholt sich nicht, ist nicht lang, hat die gleiche Anzahl an Buchstaben wie die, die in Tipp 1 entfernt wurden. Hat kein Buchstaben E, beginnt mit einem Konsonanten. Tiago, Judas, Simao, Tiago. Achso. Wiederholt sich nicht, ist nicht lang, hat die gleiche Anzahl an Buchstaben wie die in Tipp 1 entfernt wurden. Wo ist denn der Tipp 1? Hat keinen Buchstaben E. Also, Judas geht nicht, Tiago geht nicht. Simao würde gehen. Und Joao würde gehen. Ah. Oh. Hallo, Alter, willst du mich völlig verkackeiern? Inventar ist voll. So, 404. So, das heißt, ich muss jetzt wieder zurück, richtig? Erstmal kurz nachladen. So, 5 Schuss haben wir. Heißt, wir gehen jetzt hier wieder. Nice. Wir gehen nicht nice zurück. Hallo. Okay. Dran vorbeigesteppt. Was ist sie denn jetzt? Alter, stresst mich doch jetzt nicht noch mehr. Was ist denn jetzt euer Fick-Problem? Denn jetzt hier so Hektik? Ich hoffe, ich habe keine Frame-Einbrüche, weil mein Programm sagt gerade was anderes. Wo ist er denn? Ich höre ihn steppen, aber ich sehe ihn nicht. Hallo? Are you there? Ihr kleinen weg. Oh, ich habe nur noch 4 Schuss. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Alter, das war jetzt aber. Heavy. Hallo? Okay.
709. Wir haben jetzt diesen Schlüssel. Alter. Yes. Wirklich, die sind super nervig. Ficker, Alter. Lass mich in Ruhe. Ja, komm. Pack da die 709. Keine Ahnung, was du für ein Onanigramm bist, ey. Wirklich. Seit wann gibt's denn so einen Schlüssel? Wann gibt es denn so einen Schließmechanismus? Das ist ja mal heavy. Heftig. Gibt es hier noch irgendwas, was ich mir, bevor ich die Cam raushole, mir so angucken kann? Nein. Okay, dann müssen wir uns die Cam reinziehen. Hallo, Cam? Müssen wir raus? Lol, Alter. Was ist denn mit... Also... Was ist hier in diesem Hotel passiert? Was kann ich denn jetzt hier machen? Kann ich hier irgendwelche Knöpfe drücken? So, wahrscheinlich nicht. Kann ich mir einen Kaffee machen? Nicht. Okay. Was ist denn das? Oh no, jetzt komme ich hier rein einfach nur. Ist das dein Ernst? Genau. Alter, das ist doch jetzt nicht euer. 95. Ach so. 9568. Okay. Muss ich also erst die passende weiße Security Card finden dazu, oder was? Hier ist auf jeden Fall ein Safe Point, das finde ich schon mal nice. Okay. Oh. Mhm. Wir, glaube ich. Hier, glaube ich, saven wir erstmal. So, ab auf den Safe Point. Ist hier noch was geschafft? Nice. Nice. So, wo sind wir jetzt hier? Okay, hier kommen wir noch nicht mal raus. Das finde ich aber auch nicht so verkehrt. Gucken wir uns nochmal hier die Räumlichkeiten an. Was hier so passiert ist. Ich gehe mal davon aus, ich musste wahrscheinlich auch hier dann nochmal die Cam rausholen im schlimmsten Fall. Aha. Ich bin schon wieder voll. Das ist doch, was ist denn das für Management hier, Alter? Das ist ein Platz. Okay, warte mal, wir packen das da mal weg. Weil das nimmt am meisten Platz weg. Warum haben wir denn das nicht weggepackt eigentlich? Achso, haben wir gerade gefunden. So, dann haben wir noch 404, speichern wir erstmal weg. So, dann haben wir erstmal wieder ein bisschen Luft. Damit wir dann jetzt hier die Karte mitnehmen können. Genau, noch mal überlegen, ob es nicht doch wirklich 9568, ob es nicht doch besser ist, 9568, anstelle der Pistole die Schrotflinte mitzunehmen. Was sind wir denn jetzt? In der Küche? Ja, ich bin tot. Was ist das denn für ein Vieh?